Hallo, XCCounter hier mit einem neuen Video zum Flashen einer Slide-Ons. Endlich ist das Video da, viele haben nachgefragt. Vorneweg, was benötigt ihr zum Flashen des Slide-Ons? Ein Secutor X360 USB Pro wäre ganz praktisch, weil das Flashen halt einfach um einiges einfacher ist. Wenn ihr einen ganz normalen PC besitzt, sprich, wo ihr auch wirklich ans Mainboard rankommt etc., braucht ihr dieses Teil nicht. Der Secutor ist dafür gedacht, an Notebooks oder halt PCs, älteren PCs, die Möglichkeit zu schaffen, dass man Laufwerke flashen kann. Als nächstes braucht ihr ein SATA-Kabel, meistens im Lieferumfang schon enthalten, womit ihr das Laufwerk mit dem Secutor X360 USB Pro verbindet. Und wichtig ist, was ganz Neues ist beim Light-On-Laufwerk, um das Laufwerk in den beschreibbaren Modus zu kriegen, braucht ihr so einen sogenannten Pogomotoin. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Das ist so ein kleines Teil mit einer Nadel vorne dran und mit einem Taster. Zudem befindet sich an dem Kabel nochmal eine Vorrichtung, womit ihr das Laufwerk aus- und einschalten könnt. Das ist ganz wichtig, um das Laufwerk halt wirklich zu beschreiben bzw. auszulesen. Wichtig ist, dieses Ende des Stromkabels kommt ins Laufwerk und das andere halt ins Mainboard der Xbox 360. Diese Teile benötigt ihr. Das heißt, wenn ihr dieses Teil, dieses zum Beispiel gar nicht habt, dann könnt ihr auch gar nicht flashen, dann könnt ihr es schon eigentlich schon vergessen. Das Einzigste, wo man eine Ausnahme machen kann, sage ich jetzt mal, ist, wenn euer Laufwerk bereits geflasht ist, ihr das quasi nur updaten wollt, dann braucht ihr dieses Teil nicht, dann braucht ihr halt einfach nur die Möglichkeit, das Laufwerk kurz an- und auszuschalten. Das reicht aber auch in dem Sinne schon, dass ihr das Kabel kurz ab- und wieder dran zieht. Das ist schon damit gegessen. Nur, wie gesagt, zum Auslesen des Laufwerkes, also zum Auslesen des Keys, braucht ihr dieses Teil. Ich schicke gerne Links rum zur Anleitung, wie man das Ganze sich bastelt. Ansonsten käuflich zu erwerben gibt es diese Teile leider so gut wie gar nicht. Muss man sich ein bisschen umschauen. Es gibt auch Fertigbaulösungen, aber die sind ziemlich teuer. Alles klar, gut, dann bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zurück. Das Erste, was ihr jetzt tut, ist die Kabel vom Secutor X360 USB Pro zur Xbox hin, zum PC hin und ganz wichtig, ein Videokabel in der Xbox. Ganz wichtig, dass die Xbox beim Flashen nicht ausgehen kann. Ja, dann könnt ihr schon die Xbox einschalten, wartet dann einen kurzen Moment und startet dann Jungle Flasher. So, wenn ihr das getan habt, geht ihr auf den Reiter DVD-Key 32. Wichtig ist, wie immer, der I/O-Port muss auf 0x00000 stehen. Hier muss der Secutor angezeigt werden. Und hier unten euer Laufwerk. Ganz wichtig. Dass hier schon der DVD-Key drin ist, liegt damit zusammen, weil ich ja schon mal mit dem Programm mein Laufwerk logischerweise geflasht habe. Als nächstes klickt ihr hier unten auf Fat-Key. Und jetzt bekommt ihr eine Meldung, dass ihr den Pogomotoi an den Lötpunkt MPX01 halten sollt und dabei das Laufwerk aus- und einschalten sollt. Wie dieser Punkt aussieht, zeige ich euch jetzt kurz. So, das heißt, wenn ihr jetzt auf Yes geklickt habt, also Ja geklickt habt, dann hält ihr mit einer Hand den Pogomotoi mit, ja, mit der Hand halt auf diesen MPX01 und drückt die Taste natürlich auf den Pogomotoi, dass da Saft drauf kommt. Und mit der rechten Hand wiederum schaltet ihr das Laufwerk kurz ein und aus. Also, das machen wir jetzt mal. Wir klicken auf Ja. Ich halte jetzt drauf, drücke und lege den Schalter um. Und wieder andersrum. Nehmt den Probe weg, beziehungsweise den Pogomotoi, wird euch jetzt auch angezeigt. Und jetzt wichtig, Laufwerk aus. 5 Sekunden warten. Und wieder ein. Und wenn das geschehen ist, auf OK klicken. So, und jetzt kann man schon den Key abspeichern. Ich tue es jetzt einfach ganz blöderweise einfach nur auf den Desktop speichern. So, jetzt fragt er euch, Light on Firmware loaded to Source Buffer. Do you wish to autoload Light on LT Plus? Das heißt, ihr habt ja jetzt den Key bzw. die originale Firmware eures Laufwerks ausgelesen
Und könnt halt jetzt gleich die passende Firmware, die neueste eXtreme, laden. Ich klicke jetzt mal auf Ja. Und dann müsst ihr nur noch kontrollieren. Passt das? Passt das? Und Firmware Type, das muss immer die aktuellste Firmware sein. Wichtig ist, Leute, ich kann nicht immer dafür sorgen, dass ihr die aktuellste Firmware hier in den Videos vorfindet. Das heißt, ihr müsst euch selber darum kümmern, beziehungsweise ich schaue, dass ich euch die aktuellste Firmware immer poste. Aber ansonsten, ja, müsst ihr euch selber darum kümmern, dass ihr immer die neueste Firmware flasht. Und diese halt dann in den Firmware-Ordner von Jungle Flasher packt. So, weil sonst funktioniert dieses ganze Getue hier, was er gerade gemacht hat, gar nicht. Als nächstes geht ihr auf MTK Flash, dann auf Light On Erase, das heißt, er löscht alles vom Laufwerk. Do you wish to proceed? Ja. So, jetzt ist es wichtig, wir müssen das Laufwerk in einer relativ schnellen Zeit aus- und einschalten. Aus, ein. Und zack, schon habt ihr hier den Flash-Chip freigeschaltet, den ihr jetzt beschreiben könnt. Ihr klickt jetzt eigentlich nur noch auf Write, weil er schreibt jetzt das hier, dieses Target, diese Target-Firmware, also quasi das Ziel, auf euer Laufwerk. Write, jetzt löscht er nochmal kurz. Jetzt schreibt er die Firmware. Und jetzt kontrolliert er nochmal das Ganze. Wichtig ist, wenn er dabei irgendwie kurz hängt, nicht rumklickern etc. Einfach das Programm machen lassen. Klar, wenn nach 20 Minuten sich immer noch nichts tut, da würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen. Aber ansonsten wirklich Jungle Flasher arbeiten lassen. Nicht rumklicken, nicht nebenbei YouTube-Videos anschauen etc. Wirklich den PC machen lassen. Als nächstes, oder beziehungsweise zum Schluss, klickt ihr nur noch auf Outro Arter Reset. Und das war's auch schon. Jetzt könnt ihr Jungle Flasher schließen, könnt Spaß haben.